So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei The Sims 3 mit mir. Ich habe noch nichts gemacht, mein PC hat einfach weitergemacht, aber das sind nur ein paar Minuten, die er vorgespult hat, während mein Sim lediglich von einem Strauß Blumen träumt. Ja. Übrigens, mir ist aufgefallen, dass ihr sehr fleißig guckt, da freue ich mich sehr, sehr vielen Dank für, wie soll ich sagen, den Content, das Feedback, keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich sehr darüber und auch, dass ihr so fleißig kommentiert. Finde ich sehr, sehr schön. Erstmal vielen herzlichen Dank dafür. So, ein bisschen Abo-Pflege gemacht. Jetzt gucken wir mal weiter. Warum alter ich denn? Alter ich? Ich dürfte eigentlich nicht altern. Ich hab's ja eigentlich ausgestellt, ne? Naja. Dann schlummern wir mal weiter. Wir sind ja recht müde. Wie sieht es eigentlich mit unserer Karriere aus? Naja, schreiben müssten wir halt noch, ne? Aber ich kann mir nicht mal einen Schreibtisch... Also ich habe mir einen Schreibtisch gekauft, aber ich kann mir kein PC mehr leisten. Ich bin eine arme Sau. Aber es steht schon ganz gut. Unsere Beförderung ist nicht mehr weit weg. Ich denke mal, schreiben müssen wir wahrscheinlich noch. Aber gut. Mein Sim hat keinen Spaß. Ich habe auch keinen Spaß in meinem Leben. Ich bin sehr unglücklich. Nein, war nur Jets. Ach so, ja. Ach nee, ich kann mir keine Fenster leisten. Ich wollte gerade noch mal mit euch darüber reden, dass ich eigentlich schon der Überzeugung bin, ja klar, die Lichter gehen aus, wenn man sich schlafen legt. Wobei das jetzt hier nicht der Fall ist. Ihr seht, sie hat geschlafen. Es ist an. Aber ich war eigentlich der Überzeugung, dass wenn genug Fenster in der Wohnung sind, dass es dann eigentlich schon hell bleibt. Also sofern es halt jetzt nicht unbedingt Nacht ist. Hier ist jetzt gerade Nacht. Deswegen, ja. Aber es ist ja jetzt gerade nicht, also jetzt schon, aber es war ja nicht Nacht, als wir beim letzten Mal geschlafen haben. Deswegen bin ich da ein bisschen, ich kann mir keine Pfannkuchen lassen. Seht ihr, wie arm ich bin? Ich kann mir nicht mal Pfannkuchen machen. Was denn hier? Sag mal, wie sieht denn das hier? Sag mal, wie sieht das denn aus? Das ist ja widerlich. Wer hat denn bitte so einen Dreck in seiner Küche? Das ist ja, oh, nee, nee. Also, sorry, aber nein, dafür habe ich kein Verständnis. Ja, toll, ich kann jetzt gegrillten Käse und klebrige Carbonara zubereiten. Was los? Wenn es heiß ist, fass halt nicht an. Oder in einem Handschuh. Wie es jeder andere normale Mensch auch tut. Was jetzt? Schmutzige Umgebung. Ja, das werden wir gleich erledigen. Das ist ja alles so dreck. Sag mal, wie gehst denn du mit deiner... Oh. Eigentlich rein theoretisch müsste das ja jetzt sauber sein, ne? Was hier da drin abgespült. Ne? Oh, oh mein Gott, sie spawnt einfach durch. Okay. Lassen wir das unkommentiert. Meine Frage, mein Chef fährt in einer Stunde. Ich denke an Blumen. Warum auch immer. Nein, du liest jetzt nicht. Wieso? Fängt sie eigentlich immer gleich an zu lesen? Und kann ich mich noch duschen? Das muss eine flotte Dusche sein. Ich hoffe zu duschen. Wir gehen halb geduscht zur Arbeit. Unser Schaum, also Schaum ist noch am ganzen Körper, perlt am Körper hinab. Wir haben eigentlich nur unsere Haare ausgewaschen. Genau so gehen wir jetzt zur Arbeit. Das mache ich im natürlichen Leben. Im natürlichen Leben. Das mache ich im echten Leben auch so. Genau so, nicht anders. Jetzt ziehen wir uns ein bisschen schiefer bei den Kollegen ein. Und schleimen uns ein bisschen mit dem Chef ein, damit man ein bisschen das hier, ne? Damit das mal ein bisschen besser wird hier. Mal schauen, wie gut ich gelaunt bin. Und gut ausgeruht fühle ich mich auch noch. Und jetzt bin ich... Ich habe mich mit einem anderen Sim angefreundet. Das ist mein Chef, oder? Das ist mein Chef? Ja. Ich habe mich jetzt mit meinem Chef angefreundet. Sehr schön. Wir sind jetzt Best Friends, ja. Ich habe doch jemanden getroffen. Das ist doch mal... Das ist keine Kollegin. Es ist egal, was ich mache. Solange es Arbeit ist, bin ich angespannt. Moment. Genau, jetzt habe ich natürlich was im Mund. Also,
Herzlichen Glückwunsch, die gute Leistung von Melanie hat ein. Nee, hat ihr einen Bonus von 680 Simoleons in eine Beförderung eingebracht. Sie ist eine automatische Rechtschreibprüfung-Prüferin. Moment, was? Rechtschreibprüfung-Prüfer. Oh Gott. Gibt es den Job wirklich? Muss ich nachher mal googeln. Auch in unserer hochtechnisierten Welt ist es immer noch wichtig, dass es einen Sinn gibt, der alles im Auge behält. Als automatische Rechtschreibprüfung-Prüferin musst du das einmal eins der Grammatik innen auswendig kennen und kontrollieren, dass der Computer keine Fehler macht. Wofür gibt es denn einen Computer, wenn ich es eh kontrollieren muss? Wer weiß. Dabei kannst du deine Schreibfähigkeiten weiter verbessern und auf einen besseren Job hoffen. Ich verdiene jetzt nun 44 Simoleons in der Stunde, arbeite von 8 bis 14 Uhr. Also die Arbeitszeit hat sich nicht geändert, der Gehalt ein bisschen. Und ich habe einen Bonus bekommen. Wisst ihr, wofür wir den gleich nutzen? Nein. Hätte ich jetzt eigentlich auch machen können, das Rad. Ja, egal. Wir nutzen das jetzt für einen Computer. Ich kann mir keinen Laptop. Was ist denn das für ein teures. Ja. Also, billig Computer. Der sieht echt aus wie aus der Steinzeit, ne? So, und so einen Computer hatte ich früher, wo ich 11, 12, 13 war. Na, ja, 13. Ich habe ihn relativ spät bekommen. Das war ja dann nicht mal mein eigener. Kam ja auch noch dazu. So. Dann. Schreiben. Schreiben üben einfach. Weil wir müssen ein bisschen besser werden. Ach, es macht ja auch noch Spaß. Das ist ja super. Auch wenn jeder Sim geschieden ist. Nee, verschieden ist. Verschieden. Aus dem Leben. Ach, nein, Spaß. Ja, ist doch gut. Wollte nur gucken. Ja, in Schreiben bin ich halt natürlich... Ah, aber seht ihr, es wird schon besser. Können Worte einen anderen Sim zu Tränen rühren oder zum Lachen bringen oder zur Verzweiflung treiben? Melanie hat den stark frequentierten Pfad der Schriftstellerei betreten, den nur wirklich begabte Sims erfolgreich bis zum Ende beschreiben. Wird der nächste Bestseller aus der Feder von Melanie stammen? Ja, wer weiß das schon. So, wir kümmern uns jetzt mal um den Job. Ich weiß nur allerdings nicht noch nicht wie lange, weil ich bin wohl schon etwas müde. Ich wirke dezent genervt. Aber ich würde halt gern wenigstens ein Ding noch machen. Ja. Und ich habe sogar ein. Ja, ihr wisst schon. Oh Gott. Moment. Geh mal bitte an dein Handy. Ja, kannst du... Dankeschön. Hat Lust, Fiona McIrish Business überhaupt, aber klar. Telefonieren wir. Ich meine, ich bin halt eigentlich voll müde, aber klar. Macaroni mit Käse. Da nimmst du jetzt einen Snack, trinkst ein bisschen Saft und dann passt das schon. Im echten Leben mache ich das auch so, wenn ich Hunger habe, trinke ich erstmal Saft. Das ist mal ein Scherz. Ja, dann geh halt. Hast du gerade die Saftpackung da liegen lassen? Schäm dich. Schande über dein Haupt. Was ist das? Nee. Ach, das machen wir jetzt mal weg. Herbst. Das, ja. Und das ist das, was ich gemeint habe. Ich hab ein Lieb. Im Haus. Das war das, was ich gemeint habe. Es nützt mir halt nichts mehr. Nein, nicht mein Waschbecken! Ich habe kein Geld für ein neues Waschbecken! Bleib stehen! Stopp! Halt! Polizei! Hilfe! Wo? Ja, du kommst zu spät! Wie sieht mein Klo? Wie sieht mein Klo aus? Ja, Entschuldigung. Aber das nächste Mal kriegen wir ihn. Versicherungspolice? Ich krieg keine Entschädigung. Ich meine, okay, hat mir jetzt. Oh, ausgerechnet einer von den guten Stühlen hat er mir weggenommen. Was war denn das? Das Geräusch, mein Gott. Das.
Leute, das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Und mein Waschbecken hat er mir auch weggenommen. Jetzt habe ich kein Waschbecken mehr. Wo soll ich denn jetzt meine Hände waschen? Und als ausgerechnet, weißt du, diese Kuhstühle, diese Kuhfleckenstühle, die hätte stehen lassen, ja? Aber die guten Stühle haben wir weggenommen. Ich muss jetzt erstmal, auf den Schock muss ich jetzt erstmal was trinken. Nein, das kann auch nicht weiterlaufen. Das geht so nicht, Leute. Das geht so nicht. Ja. So. Jetzt erstmal das Klo säubern. Das kann man ja so nicht lassen. Ja. Ich mache das im realen Leben auch so. Dann nehme ich einfach die Klobürste, bürste über alle Eimer mit rum. Und dann ist es. Oh, ich gehe jetzt stinkend zur Arbeit. Ja, nice. Oh, Scheiben üben. Perfekt. Können wir gleich noch ein bisschen üben. Das ist nebenbei quasi. Ob wir unsere Karriere dann. Oh, ich habe schlechte Laune. Oh, schon wieder Rechnungen. Die ich nicht mal bezahlen kann wahrscheinlich. Ich kann meine Rechnung nicht bezahlen. Oh Gott, habe ich schlechte Laune. Oh. Ja, dann schlaf. Das ist zwar tot für meine Arbeitsleistung. Das ist der Tod für meine Arbeitsleistung. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Ich bin... Welcher Schwachkopf hat nur Deadlines erfunden? Der Redakteur braucht Hilfe beim Korrekturlesen eines wichtigen Artikels. Lies ihn, bevor der nächste Schicht anfängt. Und du machst dich nicht nur beim Chef beliebt, sondern löst auch deine Jobleistung. Natürlich nehmen wir diese an. Aber wir haben halt echt... Seht ihr das? Ich bin faul! Ich bin gar nicht faul! Hallo? Was soll der aber hallo? Wie, was faul? Nur weil ich schlechte Laune habe, weil ich stinke. Ich habe nur schlechte Laune, weil ich stinke. Und ich kann nicht mal hinter Nachrichtenstudio schlafen, das interessiert keine Sau. Ich habe trotzdem schlechte Laune. Da ist ruhiger angehen lassen, bringt gar nichts. Das bringt einfach nichts. Und ausgeraubt wurde ich ja auch, das hat meine Laune ja auch nicht gerade verbessert. Oh, gucke ich böse. Nee. Ja, jetzt guckt sie doch schon ein bisschen freundlicher. Ich amüsiere mich prächtig so. Wer amüsiert mich denn? Ja. Jobmäßig zahlt jetzt nicht wirklich mega geil, ne? Zum ersten Mal. Oh Gott. Habt ihr diese Fahne gesehen? Es ist ja. Seht ihr, es ist eigentlich. Ich habe euch doch letztens noch erzählt. Es passieren immer folgende Dinge. Feuer und ich werde ausgeraubt. Deswegen wollte ich so schnell wie möglich eine Alarmanlage, die ich nicht bekommen habe, weil ich sie mir nicht leisten kann. Und jetzt ist genau das nächste Worst-Case-Szenario passiert. Ich wurde ausgeraubt. Es passieren genau die Dinge, die ich vorhergesagt habe. Jeden Tag aufs Neue. Und warum muss ich immer diese scheiß Rechnungen bezahlen? Die sind scheiß teuer. Und, ah ja, genau. Ist das, was ich lesen soll? Da passt nur eine Sache rein. Das ist ein bisschen... Das finde ich schon ein bisschen hart. So. Das ist jetzt das, was ich... Achso, das liest ihr gerade. Dann lies mal. Das macht dir eh Spaß. Boah, wie lange dauert denn das noch hier? So, wir können mal. Ich pause hier mal kurz. Wir haben jetzt Gelegenheit. Nein, Zufriedenheit auf Lebenszeit. Wir haben die Lebenszeitbelohnungen. Ihr könnt euch schon mal. Wartet mal. Mal kurz wegmachen. Ihr könnt euch schon mal Gedanken machen. Die ersten 5000 Punkte werden wir natürlich einlösen. Einfach nur, dass ihr mal seht, was das eigentlich ist, wenn ihr das noch nie gespielt habt. Wir haben die Profi-Gammlerin. Das heißt, man kann auf der Arbeit machen, was man will. Es passiert nichts. Die Arbeitsleistung verschlechtert sich nicht. Putzdrache. Ihr lest, entfernt doppelt zwischen Schmutz und Seifenreste, brauche ich nicht mehr zu sagen. Geschmacksänderung. Du kannst die Favoriten deines Sims neu festlegen. Kostenlose Unterhaltung. Mein Name steht auf der VIP-Liste Stadttheaters. Ich kann alle Vorstellungen dort kostenlos besuchen.
legendäre Gastgeberin. Das heißt, immer wenn ich Partys organisieren würde, werde ich nicht oft machen, kann ich euch jetzt schon sagen, würden sich alle bestens amüsieren, egal wie scheiße diese Party ist. Jetsetta. Sims mit diesem Merkmal profitieren von reduzierten Ausflugs- und Reisekosten. Das heißt, wenn wir mal in den Urlaub fahren werden, das werden wir auch machen, profitieren wir da von günstigeren Sachen. Schneller Metabolismus. Das bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel dick wäre, dann würde ich ziemlich schnell dünn werden. Da wird bei mir wahrscheinlich nicht viel passieren, weil mein Sim eigentlich an sich schlank ist. Unentgeltlich Speisen, das bedeutet, ihr habt zum Beispiel vorhin gesehen, die Pfannkuchen kosten 6 Dollar, kostet für mich dann nichts mehr. Augenweide. Jeder, der sich in der Nähe von meinem Sim aufhält, findet meinen Sim charmant. Ich sag mal, unwiderstehlich. Ja? Dann haben wir wachsam. Entschlüssel die Merkmale anderer doppelt so schnell. Man entschlüsselt ja immer die Merkmale von den anderen. Der ist charmant, der ist romantisch, der ist kinderlieb oder ein Kinderhasser, bla bla. Würde man doppelt so schnell machen als jetzt. Trampeltier, aber lustig. Das bedeutet, mein Sim ist ja jetzt schon tollpatschig. Er wäre es halt dann noch mehr, aber es wäre auf lustige Art und Weise. Er würde damit alle zum Lachen bringen. Ich glaube, das tue ich jetzt auch schon, aber ja. Und dann haben wir zum Schluss noch Star des Büros. Das bedeutet eigentlich nur, dass ich ja bei den Kollegen, bei den Chefs schneller blieb, als ich jetzt bin. Wenn ihr irgendwas nicht mitbekommen habt, macht nochmal Pause, überlegt es euch, lasst es euch durch den Kopf gehen und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich denn als erstes einlösen soll. Denn so langsam müsst ihr euch Gedanken machen, weil es wird bald soweit sein. Das heißt, wenn ihr dann was haben wollt, dann ne, schreibt mir das, weil wenn ihr mir nicht aktiv schreibt, dann muss ich selber aussuchen, dann ist es vielleicht nicht das, was ihr wollt. Und das wäre ja schade. Deswegen schreibt es mir gerne in die Kommentare, was ihr gerne haben möchtet. Was macht sie jetzt? Sitzen. Computerspiele spielen. Ja klar, du hattest ja nicht genug Spaß. Meinst du nicht, dass du mal langsam ins Bett gehen solltest, meine Liebe? Wie können das andere Leute? Die legen sich ins Bett und bevor ihr Kopf überhaupt das Kopfkissen berührt, schlafen sie schon. Mein Freund ist genauso, der legt sich hin. Der Kopf hat noch nicht mal das Kopfkissen berührt, nur die Haarspitze und sofort. Oder atmet der mir auch noch so, immer so laut ins Ohr? Naja. Und wenn man ein liebevolles Paar ist, dann macht man es so wie ich. Dann nimmt man die Hand und dreht das Gesicht weg. Nein, ich kuschel mich dann ran, drehen auf die andere Seite. Meistens funktioniert das dann. Ich krieg gerade den Stinkefinger gezeigt. Nicht sehr nett. Ich glaube, ich werde gerade ein bisschen gehasst. Kann man nichts machen. Warum macht sie eigentlich nie ihr Bett? Das ist so eine richtige Krankheit bei ihr. Macht ihr... Oh. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, mal abgesehen von Lebenszeitbelohnungen. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, macht ihr euer Bett? Das würde mich interessieren. Macht ihr euer Bett? Manche machen es, manche nicht. Das weiß ich. Ich mach's. Hannes eigentlich auch. Wenn er es mal vergisst, mache ich es eigentlich. Aber eigentlich mache ich es. Aber mich würde mal interessieren, ob ihr das auch macht. Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich definitiv interessieren. Jetzt habe ich irgendwie immer noch Hunger, ne? Gibt es noch Saft? Oh Gott. Moment. Keine Zeit zum Saft trinken. Nein, wir werden jetzt... Was werden wir denn jetzt machen? Wir üben schreiben. So, Korrekturlesen ist gar nicht so übel. Vor allem, wenn der Inhalt interessant ist. Dein Chef weiß deine Bemühungen zu schätzen. Und zusätzlich zu einem glücklichen Chef kannst du auch noch eine Steigerung deiner Jobleistung genießen. Das heißt, mit großer Wahrscheinlichkeit werden wir nicht befördert. Nein, okay. Aber wie hier. Hervorragend. Schreiben sind mir auch ganz gut. Kannst du mal bitte... Hallo? Kannst du mal bitte deine alte Zeitung mitnehmen? Das geht so nicht. Das kann man nicht machen. So. Das ist eigentlich ganz praktisch. Ach, mein Gott. Ich will diese Fiona nicht als beste Freundin. Ja, rangehen. Jetzt brauchst du auch nicht mehr rangehen an dein Handy. So eine Stunde später. Hallo? Ist ja keiner dran, dass du so tut. Ah ja, gut, Schreibfähigkeit. Jetzt kann ich Dramen schreiben. Wundertastisch. Ich habe schon nicht schon genug Drama in meinem Leben. Da muss ich es auch noch zu Papier bringen. Ja, ich habe mein Tagewerk vollbracht. Leider noch nicht mein Joberhöhung.
Habe ich noch nicht bekommen. Wir könnten mit... Ja, was könnten wir da machen? Weil ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir... Oh, oh, oh. Macht euch mal Gedanken. Moment, muss ich jetzt kurz pausieren, weil ich muss kurz nachdenken. Macht euch mal Gedanken, wo wir... ich möchte jetzt dann Urlaub machen, wo wir hinfahren sollen. Wir haben zur Auswahl China, Ägypten und Frankreich. Macht ihr euch mal bitte Gedanken, wo wir hinfahren sollen. Weil ich richte mich dann nach euch. Denkt mal drüber nach. Und schreibt mir das bitte in die Kommentare. Ihr habt es richtig viel zu tun, ne? Ihr habt mir einige Fragen zu beantworten. Habt ihr, könnt ihr mal ein bisschen zeigen, dass ihr aktiv seid. Habt ihr mal ein bisschen was zu tun hier? Nein, Schmarrn. Nein, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr euch da aktiv beteiligt, weil ich spiele das ja auch für euch. Mhm. Mir ist es ja egal. Wenn es nur nach mir ginge, könnte ich das ja auch allein spielen. Mache ich aber nicht. Ich will euch teilhaben lassen. Weil ich euch damit Freude machen möchte. Seht ihr? Es wächst und wächst stetig. Also macht euch Gedanken darüber. Alter, bis 4.30 Uhr. War das hier ins Bett? Wir haben nicht aufgepasst. Aber bevor sie aufwacht, ist sie wahrscheinlich verhungert. Seid ihr auch mal in der Früh aufgewacht und hattet so voll den krassen Hunger. Ihr seid so aufgewacht und euch war schon richtig schlecht vor lauter Hunger. Ich hatte das schon mal. Das ist nicht schön. Boah. Warum ich? Ach so, wegen dem. Magst du nicht noch ein bisschen Saft trinken? Mei, dann räumst halt auf, weißt du, liest du dann ein Buch. Statt dass sie das, was sie ekelt, aufräumt einfach. Oh, ein Sonnenaufgang. Ja, sieht zwar ein bisschen weird aus. Sieht ein bisschen aus, würde meine Wohnung gleich in Flammen aufgehen. Oder als würde ich so unter der Hölle wohnen. Und da sind so ein paar lichte Stellen. Okay. Finde wahrscheinlich nur wieder echt lustig. Nein. Hast du aber nochmal Glück gehabt. Was ist das? Ach, jetzt kannst du mich mal. Doch, ich bereite nicht schon wieder eine Erbsalat dazu. Hast du ja nicht mal einen Lattenzaun. Ja, spiel ein bisschen. Oder ja, chatte mit jemandem, genau. Wie schnell schreibst du? Mit dem chattest du überhaupt? Ach, natürlich. Melanie hat erfahren, dass Buster eine Partnerschaft unterhält. Melanie hat erfahren, dass Buster eine Beziehung mit Bessie hat. Mit wem? Ah, das ist Bessie. Und das ist Buster. Oh, wäre man gar nicht drauf gekommen, wo sie doch den gleichen Nachnamen haben. Das interessiert doch nicht. Warum chatten die überhaupt miteinander? Kennen die sich? Von der Arbeit oder was? Ist das ein Kollege? Nö, ist ein Bekannter. Ist das ein Kollege? Fremde. Woher kenne ich jetzt, dass es Kollegen sind? Keine Ahnung. Ist jetzt auch nicht wichtig. Habe ich... Ach, ich habe frei! Ach ja, wisst ihr was? Wenn ich frei habe, ist das eigentlich der perfekte Moment, um jetzt dann hier einfach mal... Okay, aber sonst fühlen wir uns gut, oder? Ich trinke jetzt noch schnell einen Saft. Genau. Macht euch mal Gedanken... Über die Dinge, die ich gesagt habe. Über die Dinge, wo ich gesagt habe, denkt mal drüber nach. Dann würde ich jetzt hier an der Stelle beenden. Ich mache jetzt nicht mehr viel, mein Sim schläft jetzt noch. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Start in den Tag, was auch immer. Oder noch einen schönen Nachmittag. Ich weiß ja nicht, wann ihr das Video guckt. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne Kommentare und bitte vor allem Kommentare zu den Fragen, die ich gestellt habe. Das wäre wirklich wichtig, weil ich möchte das aktiv mit euch aufziehen. Und das kann ich nur, wenn ihr euch natürlich auch aktiv beteiligt.
Dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Einfach dann natürlich Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch nichts mehr, wenn ihr sofort wissen wollt, wann es was Neues gibt. Und schaut auch gerne unsere anderen Videos an. Bomben in Rocky Beach, jetzt hätte ich es beinahe falsch gesagt. Amnesia oder Resident Evil, Pacify, TKKG. Wir haben eigentlich so ziemlich für alle Geschmäcker haben wir was dabei. Wir haben ältere Spiele dabei, wir haben neuere Spiele dabei. Wir haben eigentlich für jeden Geschmack was dabei. Nicht nur die Sims, auch wenn die momentan anscheinend recht gut ankommen. Und genau, dann habe ich nichts mehr zu sagen. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder da einschaltet. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und dabei seid. Und ich freue mich auch von euren Kommentaren zu lesen, weil ich dann schon Aufgaben für das nächste Mal habe. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann.